Zweiter Akt. Ein Saal im Palais der Lady Milford. Zur rechten Hand steht ein Sofa, zur linken ein Flügel. Erste Szene. Die Lady in einem freien, aber reizenden Negligé, die Haare noch unfrisiert, sitzt vor dem Flügel und fantasiert. Sophie, die Kammerjungfer, kommt von dem Fenster. Sophie. Die Offiziers gehen auseinander, die Wachparade ist aus, aber ich sehe noch keinen Walter. Die Lady, sehr unruhig, indem sie aufsteht und einen Gang durch den Saal macht. Ich weiß nicht, wie ich mich heute finde, Sophie. Ich bin noch nie so gewesen. Also du sahst ihn gar nicht? Freilich wohl, es wird ihm nicht eilen. Wie ein Verbrechen liegt es auf meiner Brust. Geh, Sophie, man soll mir den wildesten Renner herausführen, der im Marstall ist. Ich muss ins Freie, Menschen sehen und blauen Himmel und mich leichter reiten ums Herz herum. Wenn Sie sich unpässlich fühlen, Milady, berufen Sie Assemble hier zusammen. Lassen Sie den Herzog hier Tafel halten oder die Lombre-Tische vor Ihrem Sofa setzen. Mir sollte der Fürst und sein ganzer Hof zu Gebote stehen und eine Grille im Kopfe surren. Die Lady wirft sich in den Sofa. Ich bitte, verschone mich. Ich gebe dir einen Demant für jede Stunde, wo ich sie mir vom Hals schaffen kann. Soll ich meine Zimmer mit diesem Volk tapezieren? Das sind schlechte, erbärmliche Menschen, die sich entsetzen, wenn mir ein warmes, herzliches Wort entwischt, Mund und Nasen aufreißen, als sähen sie einen Geist, Sklaven eines einzigen Marionettendrahts, den ich leichter als mein Filet regiere. Was fang ich mit Leuten an, deren Seelen so gleich als ihre Sackuhren gehen? Kann ich eine Freude dran finden, sie was zu fragen, wenn ich voraus weiß, was sie mir antworten werden? Oder Worte mit ihnen wechseln, wenn sie das Herz nicht haben, anderer Meinung als ich zu sein? Weg mit ihnen! Es ist verdrüßlich, ein Ross zu reiten, das nicht auch in den Zügel beißt. Sie tritt zum Fenster. Aber den Fürsten werden Sie doch ausnehmen, Lady. Den schönsten Mann, den feurigsten Liebhaber, den witzigsten Kopf in seinem ganzen Lande. Die Lady kommt zurück. Denn es ist sein Land. Und nur ein Fürstentum, Sophie, kann meinem Geschmack zur erträglichen Ausrede dienen. Du sagst, man beneide mich, armes Ding. Beklagen soll man mich vielmehr. Unter allen, die an den Brüsten der Majestät trinken, kommt die Favoritin am schlechtesten weg, weil sie allein dem großen und reichen Mann auf dem Bettelstabe begegnet. Wahr ist's, es kann mit dem Talisman seiner Größe jeden Gelust meines Herzens wie ein Feenschloss aus der Erde rufen. Er setzt den Saft von zwei Indien auf die Tafel, ruft Paradiese aus Wildnissen, lässt die Quellen seines Landes in stolzen Bögen gen Himmel springen oder das Mark seiner Untertanen in einem Feuerwerk hinpuffen. Aber kann er auch seinem Herzen befehlen, gegen ein großes, feuriges Herz groß und feurig zu schlagen? Kann er sein darbendes Gehirn auf ein einziges schönes Gefühl exerquieren? Mein Herz hungert bei dem Vollauf der Sinne. Und was helfen mich tausend bessere Empfindungen, wo ich nur Wallungen löschen darf? Sophie blickt sie verwundernd an. Wie lang ist es denn aber, dass ich Ihnen diene, Milady? Weil du erst heute mit mir bekannt wirst? Es ist wahr, liebe Sophie, ich habe dem Fürsten meine Ehre verkauft, aber mein Herz habe ich frei behalten. Ein Herz, meine Gute, das vielleicht eines Mannes noch wert ist, über welches der giftige Wind des Hofes nur wie der Hauch über den Spiegel ging.
Trau es mir zu, meine Liebe, dass ich es längst gegen diesen armseligen Fürsten behauptet hätte, wenn ich es nur von meinem Ehrgeiz erhalten könnte, einer Dame am Hof den Rang vor mir einzuräumen.« »Und dieses Herz unterwarf sich dem Ehrgeiz so gern?« »Als wenn es sich nicht schon gerecht hätte, nicht jetzt noch sich rächte.« »Sophie«, bedeutend, indem sie die Hand auf Sophiens Achsel fallen lässt, »wir Frauenzimmer können nur zwischen Herrschen und Dienen wählen, aber die höchste Wonne der Gewalt ist doch nur ein elender Behelf, wenn uns die größere Wonne versagt wird, Sklavinnen eines Mannes zu sein, den wir lieben.« »Eine Wahrheit, Milady, die ich von Ihnen zuletzt hören wollte.« »Und warum, meine Sophie? Sieht man es denn dieser kindischen Führung des Zepters nicht an, dass wir nur für das Gängelband taugen? Sahst du es denn diesem launigen Flattersinn nicht an, diesen wilden Ergötzungen nicht an, dass sie nur wildere Wünsche in meiner Brust überlärmen sollten?« Sophie tritt erstaunt zurück. »Lady!« »Befriedige diese. Gib mir den Mann, den ich jetzt denke, den ich anbete, sterben, Sophie, oder besitzen muss. Lass mich aus seinem Mund es vernehmen, dass Tränen der Liebe schöner glänzen in unseren Augen als die Brillanten in unserem Haar. Und ich werfe dem Fürsten sein Herz und sein Fürstentum vor die Füße, fliehe mit dem Mann, fliehe in die entlegenste Wüste der Welt.« Sophie blickt sie erschrocken an. »Himmel, was machen Sie? Wie wird Ihnen, Milady?« »Du entfärbst dich? Hab ich vielleicht etwas zu viel gesagt? Oh, so lass mich deine Zunge mit meinem Zutrauen binden. Höre noch mehr. Höre alles.« Sophie schaut sich ängstlich um. »Ich fürchte, Milady, ich fürchte, ich brauche es nicht mehr zu hören.« »Die Verbindung mit dem Major. Du und die Welt stehen im Wahn. Sie sei eine Hofkabale. Sophie, erröte nicht. Schäme dich meiner nicht. Sie ist das Werk meiner Liebe.« »Bei Gott, was mir ahndete!« »Sie ließen sich beschwatzen, Sophie. Der schwache Fürst, der hofschlaue Walter, der alberne Marschall. Jeder von ihnen wird darauf schwören, dass diese Heirat das unfehlbarste Mittel sei, mich dem Herzog zu retten, unser Band umso fester zu knüpfen. Ja, auf ewig zu trennen, auf ewig diese schändliche Kette zu brechen. Belogene Lügner, von einem schwachen Weib überlistet, ihr selbst führt mir jetzt meinen Geliebten zu. Das war es ja nur, was ich wollte. Hab ich ihn einmal, hab ich ihn, oh dann auf immer gute Nacht, abscheuliche Herrlichkeit.« Zweite Szene. Ein alter Kammerdiener des Fürsten, der ein Schmuckkästchen trägt. Die vorigen. Kammerdiener. »Seine durchleuchte Herzog empfehlen sich, Milady zu gnaden und schicken ihn diese Brillanten zur Hochzeit. Sie kommen soeben erst aus Venedig.« Die Lady hat das Kästchen geöffnet und fährt erschrocken zurück. »Mensch, was bezahlt dein Herzog für diese Steine?« Der Kammerdiener mit finsterem Gesicht. »Sie kosten ihn kein Heller.« »Was? Bist du rasend? Nichts? Und«, indem sie einen Schritt von ihm wegtritt, »Du wirfst mir einen Blick zu, als wenn du mich durchbohren wolltest. Nichts kosten ihn diese unermesslich kostbaren Steine?« »Gestern sind 7000 Landeskinder nach Amerika fort. Die zahlen alles.« Die Lady setzt den Schmuck plötzlich nieder und geht rasch durch den Saal. Nach einer Pause zum Kammerdiener. »Mann, was ist dir? Ich glaube, du weinst.« Der Kammerdiener wischt sich die Augen mit schrecklicher Stimme, alle Gliedern erzitternd. »Edelst
Steine wie diese da. Ich hab auch ein paar Söhne darunter. Die Lady wendet sich bebend ab, seine Hand fassend. Doch, keine Gezwungenen? Der Kammerdiener lacht fürchterlich. Oh Gott, nein, lauter Freiwillige. Es traten wohl so etliche vorlaute Bursch vor die Front heraus und fragten den Obersten, wie teuer der Fürst das Joch Menschen verkaufe. Aber unser gnädigster Landesherr ließ alle Regimenter auf dem Paradeplatz aufmarschieren und die Maulaffen niederschießen. Wir hörten die Büchsen knallen, sahen die Gehirne auf das Pflaster spritzen und die ganze Armee schrie, Joche, nach Amerika. Die Lady fällt mit Entsetzen in den Sofa. Gott, Gott, und ich hörte nichts und ich merkte nichts. Ja, gnädige Frau, warum musstet ihr denn mit unserem Herrn gerade auf die Bärenhatz reiten, als man den Lärmen zum Aufbruch schlug? Die Herrlichkeit hättet ihr doch nicht versäumen sollen, wie uns die gellenden Trommeln verkündigten. Es ist Zeit, und heulen der Weißen dort einen lebendigen Vater verfolgten, und hier eine wütende Mutter lief, ihr saugendes Kind an Bajonetten zu spießen, und wie man Bräutigam und Braut mit Säbelhieben auseinanderriss, und wir Graubärte verzweiflungsvoll dastanden und den Burschen auch zuletzt die Krücken noch nachwarfen in die neue Welt. Oh, und mitunter das polternde Wirbel schlagen, damit der Allwissende uns nicht sollte beten hören. Die Lady steht auf, heftig bewegt. Weg mit diesen Steinen! Sie blitzen Höllenflammen in mein Herz! Sanfter zum Kammerdiener. Mäßige dich, armer alter Mann. Sie werden wiederkommen. Sie werden ihr Vaterland wiedersehen. Das weiß der Himmel, das werden sie. Noch am Stadttor drehten sie sich um und schrien, Gott mit euch, Weib und Kinder, es lebt unser Landesvater. Am jüngsten Gericht sind wir wieder da. Die Lady mit starkem Schritt auf- und niedergehend, abscheulich, fürchterlich. Mich beredete man, ich habe sie alle getrocknet, die Tränen des Landes. Schrecklich, schrecklich gehen mir die Augen auf. Geh du, sag deinem Herrn, ich werde ihm persönlich danken. Der Kammerdiener will gehen, sie wirft ihm ihre Geldbörse in den Hut. Und das nimm, weil du mir die Wahrheit sagtest. Der Kammerdiener wirft sie verächtlich auf den Tisch zurück. Legt's zu dem Übrigen. Er geht ab. Die Lady sieht ihm erstaunt nach. Sophie, spring ihm nach, frag ihn um seinen Namen. Er soll seine Söhne wiederhaben. Sophie geht ab, die Lady nachdenkend auf und nieder. Pause. Zu Sophien, die wiederkommt. Ging nicht jüngst ein Gerücht, dass das Feuer eine Stadt an der Grenze verwüstet und bei 400 Familien an den Bettelstab gebracht habe? Sie klingelt. Sophie, wie kommen Sie auf das? Allerdings ist es so, und die meisten dieser Unglücklichen dienen jetzt ihren Gläubigern als Sklaven oder verderben in den Schachten der fürstlichen Silberbergwerke. Ein Bedienter kommt. Was befehlen, Milady? Die Lady gibt ihm den Schmuck. Dass das ohne Verzug in die Landschaft gebracht werde. Man soll es sogleich zu Geld machen, befehl ich, und den Gewinst davon unter die 400 verteilen, die der Brand ruiniert hat. Milady, bedenken Sie doch, dass Sie die höchste Ungnade wagen. Die Lady mit Größe. Soll ich den Fluch seines Landes in meinen Haaren tragen? Sie winkt dem Bedienten. Dieser geht. Oder willst du, dass ich unter dem schrecklichen Geschirr solcher Tränen zu Boden sinke? Geh, Sophie.
Es ist besser, falsche Juwelen im Haar und das Bewusstsein dieser Tat im Herzen zu haben. Aber Juwelen wie diese, hätten Sie nicht Ihre schlechteren nehmen können? Nein, wahrlich, Milady, es ist Ihnen nicht zu vergeben. Närrisches Mädchen, dafür werden in einem Augenblick mehr Brillanten und Perlen für mich fallen, als 10 Könige in ihren Diademen getragen und schönere. Der Bediente kommt zurück. Major von Walter. Sophie springt auf die Lady zu. Gott, Sie verblassen! Der erste Mann, der mir Schrecken macht, Sophie. Ich sei unpässlich, Edouard. Halt! Ist er aufgeräumt? Lacht er? Was spricht er? Oh, Sophie, nicht wahr? Ich sehe hässlich aus. Ich bitte Sie, Lady. Befehlen Sie, dass ich ihn abweise. Er soll mir willkommen sein. Der Bediente geht hinaus. Sprich, Sophie, was sage ich ihm? Wie empfange ich ihn? Ich werde stumm sein. Er wird meiner Schwäche spotten. Er wird, oh, was ahndet mir? Du verlässest mich, Sophie. Bleib, doch nein, geh. So bleib doch. Der Major kommt durch das Vorzimmer. Sammeln Sie sich, er ist schon da. Dritte Szene. Ferdinand von Walter, die Vorigen. Ferdinand mit einer kurzen Verbeugung. Wenn ich Sie worin unterbreche, gnädige Frau? Die Lady unter merkbarem Herzklopfen. In nichts, Herr Major, das mir wichtiger wäre. Ich komme auf Befehl meines Vaters. Ich bin seine Schuldnerin. Und soll ihn melden, dass wir uns heiraten. Soweit der Auftrag meines Vaters. Die Lady entfärbt sich und zittert. Nicht? Nicht ihres eigenen Herzens? Minister und Kuppler pflegen das niemals zu fragen. Die Lady mit einer Beängstigung, dass ihr die Worte versagen. Und Sie selbst hätten sonst nichts beizusetzen? Der Ferdinand mit einem Blick auf die Mamsel. Noch sehr viel, Milady. Die Lady gibt Sophien einen Wink. Diese entfernt sich. Darf ich Ihnen diesen Sofa anbieten? Ich werde kurz sein, Milady. Nun? Ich bin ein Mann von Ehre. Den ich zu schätzen weiß. Kavalier. Kein besserer im Herzogtum. Und Offizier. Die Lady schmeichelhaft. Sie berühren hier Vorzüge, die auch andere von Ihnen gemein haben. Warum verschweigen Sie größere, worin Sie einzig sind? Hier brauche ich Sie nicht. Die Lady mit immer steigenderer Angst. Aber für was muss ich diesen Vorbericht nehmen? Für den Einwurf der Ehre, wenn Sie Lust haben sollten, meine Hand zu erzwingen. Die Lady auffahrend. Was ist das, Herr Major? Die Sprache meines Herzens, meines Wappens und dieses Degens. Diesen Degen gab Ihnen der Fürst. Der Staat gab mir ihn. Durch die Hand des Fürsten, mein Herzgott, mein Wappen ein halbes Jahrtausend. Der Name des Herzogs. Kann der Herzog Gesetze der Menschheit verdrehen oder Handlungen münzen wie seine Dreier? Er selbst ist nicht über die Ehre erhaben, aber er kann ihren Mund mit diesem Golde verstopfen. Er kann den Hermelin über seine Schande herwerfen. Ich bitte mir aus, davon nichts mehr, Milady. Es ist nicht mehr die Rede von weggeworfenen Aussichten und Ahnen oder von dieser Degenquaste oder von der Meinung der Welt. Ich bin bereit, dies alles mit Füßen zu treten, sobald Sie mich nur überzeugt haben werden, dass der Preis nicht schlimmer noch als das Opfer ist. Die Lady schmerzhaft von ihm weggehend. Herr Major, das habe ich nicht verdient. Ferdinand ergreift ihre Hand. Vergeben Sie, wir reden hier ohne Zeugen.
Der Umstand, der Sie und mich heute und nie mehr zusammenführt, berechtigt mich, zwingt mich, Ihnen mein geheimstes Gefühl nicht zurückzuhalten. Es will mir nicht zu Kopfe, Milady, dass eine Dame von so viel Schönheit und Geist, Eigenschaften, die ein Mann schätzen würde, sich an einen Fürsten sollte wegwerfen können, der nur das Geschlecht an ihr zu bewundern gelernt hat, wenn sich diese Dame nicht schämte, vor einen Mann mit ihrem Herzen zu treten. Die Lady schaut ihm groß ins Gesicht. »Reden Sie ganz aus.« »Sie nennen sich eine Britin. Erlauben Sie mir, ich kann es nicht glauben, dass Sie eine Britin sind. Die freigeborene Tochter des freisten Volks unter dem Himmel, das auch zu stolz ist, fremder Tugend zu räuchen, kann sich nimmermehr an fremdes Laster verdingen. Es ist nicht möglich, dass Sie eine Britin sind, oder das Herz dieser Britin muss umso viel kleiner sein, als größer und kühner Britanniens Adern schlagen. Sind Sie zu Ende? Man könnte antworten, es ist weibliche Eitelkeit, Leidenschaft, Temperament, Hang zum Vergnügen. Schon öfter überlebte Tugend die Ehre, schon manche, die mit Schande in diese Schranke trat, hat nachher die Welt durch edle Handlungen mit sich ausgesöhnt und das hässliche Handwerk durch einen schönen Gebrauch geadelt. Aber woher denn jetzt diese ungeheure Pressung des Landes, die vorher nie so gewesen ist? Das war im Namen des Herzogtums. Ich bin zu Ende. Die Lady mit Sanftmut und Hoheit. Es ist das erste Mal, Walter, dass solche Reden an mich gewagt werden. Und Sie sind der einzige Mensch, dem ich darauf antworte. Dass Sie meine Hand verwerfen, darum schätze ich Sie. Dass Sie mein Herz lästern, vergebe ich Ihnen. Dass es Ihr Ernst ist, glaube ich Ihnen nicht. Wer sich herausnimmt, Beleidigungen dieser Art einer Dame zu sagen, die nicht mehr als eine Nacht braucht, ihn ganz zu verderben, muss dieser Dame eine große Seele zutrauen oder von Sinnen sein. Dass Sie den Ruin des Landes auf meine Brust wälzen, vergebe Ihnen Gott der Allmächtige, der Sie und mich und den Fürsten einst gegeneinander gestellt. Aber Sie haben die Engländerin in mir aufgefordert, und auf Vorwürfe dieser Art muss mein Vaterland Antwort haben. Ferdinand auf seinen Degen gestützt. Ich bin neugierig. Hören Sie also, was ich außer Ihnen noch niemandem vertraute, noch jemals einem Menschen vertrauen will. Ich bin nicht die Abenteurerin Walter, für die Sie mich halten. Ich könnte groß tun und sagen, ich bin fürstlichen Geblüts aus des unglücklichen Thomas Norfolks Geschlechte, der für die schottische Maria ein Opfer ward. Mein Vater, des Königs oberster Kämmerer, wurde bezüchtigt, in verräterischem Vernehmen mit Frankreich zu stehen, durch einen Spruch der Parlamente verdammt und enthauptet. Alle unsere Güter fielen der Krone zu. Wir selbst wurden des Landes verwiesen. Meine Mutter starb am Tage der Hinrichtung. Ich, ein 14-jähriges Mädchen, floh nach Deutschland mit meiner Wärterin, einem Kästchen Juwelen und diesem Familienkreuz, das meine sterbende Mutter mit ihrem letzten Segen mir in den Busen steckte. Ferdinand wird nachdenkend und heftet wärmere Blicke auf die Lady. Die Lady fährt fort mit immer zunehmenderer Rührung. Krank, ohne Namen, ohne Schutz und Vermögen, eine ausländische Waise kam ich nach Hamburg. Ich hatte nichts gelernt, und das bisschen Französisch, ein wenig Filett und den Flügel, desto besser verstund ich, auf Gold und Silber zu speisen
unter dem mastenden Decken zu schlafen, mit einem Wink 10 Bediente fliegen zu machen und die Schmeicheleien der Großen ihres Geschlechts aufzunehmen. 6 Jahre waren schon hingeweint. Die letzte Schmucknadel flog dahin. Meine Wärterin starb. Und jetzt führte mein Schicksal ihren Herzog nach Hamburg. Ich spazierte damals an den Ufern der Elbe, sah in den Strom und fing eben an zu fantasieren, ob dieses Wasser oder mein Leiden das tiefste wäre. Der Herzog sah mich, verfolgte mich, fand meinen Aufenthalt, lag zu meinen Füßen und schwur, dass er mich liebe. Sie hält in großen Bewegungen inne, dann fährt sie fort mit weichender Stimme. Alle Bilder meiner glücklichen Kindheit wachten jetzt wieder mit verführendem Schimmer auf. Schwarz wie das Grab graute mich eine trostlose Zukunft an. Mein Herz brannte nach einem Herzen. Ich sank an das Seinige. Von ihm wegstürzend: Jetzt verdammen Sie mich. Ferdinand, sehr bewegt, eilt ihr nach und hält sie zurück. Lady, o Himmel, was hör ich? Was tat ich? Schrecklich enthüllt sich mein Frevel mir. Sie könnten mir nicht mehr vergeben. Die Lady kommt zurück und hat sich zu sammeln gesucht. Hören Sie weiter. Der Fürst überraschte zwar meine wehrlose Jugend, aber das Blut der Norfolk empörte sich in mir. Du, eine geborene Fürstin, Emily, rief es, und jetzt eines Fürsten Konkubine? Stolz und Schicksal kämpften in meiner Brust, als der Fürst mich hierher brachte und auf einmal die schauderndste Szene vor meinen Augen stand. Die Wollust der Großen dieser Welt ist die nimmersatte Hyäne, die sich mit Heißhunger Opfer sucht. Fürchterlich hatte sie schon in diesem Lande gewütet, hatte Braut und Bräutigam zertrennt, hatte selbst der Ehen göttliches Band zerrissen. Hier das stille Glück einer Familie geschleift, dort ein junges, unerfahrenes Herz der verheerenden Pest aufgeschlossen und sterbende Schülerinnen schäumten den Namen ihres Lehrers unter Flüchen und Zuckungen aus. Ich stellte mich zwischen das Lamm und den Tiger, nahm einen fürchterlichen Eid von ihm in einer Stunde der Leidenschaft, und diese abscheuliche Opferung musste aufhören. Ferdinand rennt in der heftigsten Unruhe durch den Saal. Nichts mehr, Milady, nichts weiter. Diese traurige Periode hatte einen noch traurigeren Platz gemacht. Hof und Serai wimmelten jetzt von Italiens Aufwurf. Flatterhafte Pariserinnen tändelten mit dem furchtbaren Zepter und das Volk blutete unter ihren Launen. Sie alle erlebten ihren Tag. Ich sah sie neben mir in den Staub sinken, denn ich war mehr Kokette als sie alle. Ich nahm dem Tyrannen den Zügel ab, der wollüstig in meine Umarmung erschlappte. Dein Vaterland, Walter, fühlte zum ersten Mal eine Menschenhand und sank vertrauend an meinen Busen. Pause, worin sie ihn schmelzend ansieht. Oh, dass der Mann, von dem ich allein nicht verkannt sein möchte, mich jetzt zwingen muss, groß zu prahlen und meine stille Tugend am Licht der Bewunderung zu versengen. Walter, ich habe Kerker gesprengt, habe Todesurteile zerrissen und manche entsetzliche Ewigkeit auf Galeeren verkürzt. In unheilbare Wunden habe ich doch wenigstens stillenden Balsam gegossen, mächtige Frevler in Staub gelegt und die verlorene Seele der Unschuld oft noch mit einer buhlerischen Träne gerettet. Jüngling, wie süß war mir das! Wie stolz konnte mein Herz jede Anklage meiner fürstlichen Geburt widerlegen. Und jetzt kommt der Mann, der allein mir das alles belohnen sollte. Der Mann, den mein erschöpftes Schicksal vielleicht zum Ersatz meiner vorigen Leiden schuf. Der Mann, den ich mit brennender Sehnsucht im Traum schon umfasse.
Ferdinand fällt ihr ins Wort, durch und durch erschüttert. Zu viel! Zu viel! Das ist wieder die Abrede, Lady! Sie sollten von Anklagen reinigen und machen mich zu einem Verbrecher! Schonen Sie, ich beschwöre Sie, schonen Sie meines Herzens, das Beschämung und wütende Reue zerreißen! Die Lady hält seine Hand fest. Jetzt oder nimmermehr! Lange genug hielt die Heldin stand. Das Gewicht dieser Tränen musst du noch fühlen. Höre, Walter, wenn eine Unglückliche, unwiderstehlich, allmächtig an dich gezogen, sich an dich presst mit einem Busen voll glühender, unerschöpflicher Liebe, Walter, und du jetzt noch das kalte Wort Ehre sprichst, wenn diese Unglückliche, niedergedrückt vom Gefühl ihrer Schande, des Lasters überdrüssig, heldenmäßig emporgehoben vom Rufe der Tugend, sich so in deine Arme wirft. Sie umfasst ihn, beschwörend und feierlich. Durch dich gerettet, durch dich dem Himmel wieder geschenkt sein will, oder, das Gesicht von ihm abgewandt, mit hohler, bebender Stimme, deinem Bild zu entfliehen, dem fürchterlichen Ruf der Verzweiflung gehorsam, in noch abscheulichere Tiefen des Lasters wieder hinuntertaumelt. Ferdinand von ihr losreißend, in der schrecklichsten Bedrängnis, nein, beim großen Gott, ich kann das nicht aushalten. Lady, ich muss, Himmel und Erde liegen auf mir. Ich muss Ihnen ein Geständnis tun, Lady. Die Lady von ihm wegfliehend. Jetzt nicht bei allem, was heilig ist. Ist diesem entsetzlichen Augenblick nicht, wo mein zerrissenes Herz an tausend Dolchstichen blutet, sei's tot oder lebend, ich darf es nicht. Ich will es nicht hören. Doch, beste Lady, Sie müssen es. Was ich Ihnen jetzt sage, wird meine Strafbarkeit mindern und eine warme Abbitte des Vergangenen sein. Ich habe mich in Ihnen betrogen, Milady. Ich erwartete, ich wünschte, Sie meiner Verachtung würdig zu finden, fest entschlossen, Sie zu beleidigen und Ihren Hass zu verdienen. Kam ich her, glücklich wir beide, wenn mein Vorsatz gelungen wäre. Er schweigt eine Weile, darauf leiser und schüchterner. Ich liebe Milady, liebe ein bürgerliches Mädchen. Luisen Millerin, eines Musikers Tochter. Die Lady wendet sich bleich von ihm weg. Er fährt lebhafter fort. Ich weiß, worein ich mich stürze, aber wenn auch Klugheit die Leidenschaft schweigen heißt, so redet die Pflicht desto lauter. Ich bin der Schuldige. Ich zuerst zerriss ihrer Unschuld goldenen Frieden, wiegte ihr Herz mit vermessenen Hoffnungen und gab es verräterisch der wilden Leidenschaft preis. Sie werden mich an Stand und Geburt, an die Grundsätze meines Vaters erinnern, aber ich liebe... Meine Hoffnung steigt umso höher, je tiefer die Natur der Konvenienzen zerfallen ist, mein Entschluss und das Vorurteil. Wir wollen sehen, ob die Mode oder die Menschheit auf dem Platz bleiben wird. Die Lady hat sich unterdessen bis an das äußerste Ende des Zimmers zurückgezogen und hält das Gesicht mit beiden Händen bedeckt. Er folgt ihr dahin. Sie wollen mir etwas sagen, Milady? Die Lady im Ausdruck des heftigsten Leidens. Nichts, Herr von Walter, nichts, als dass Sie sich und mich und noch eine Dritte zugrunde richten. Noch eine Dritte? Wir könnten miteinander nicht glücklich werden. Wir müssen doch der Voreiligkeit ihres Vaters zum Opfer werden. Nimmermehr werd ich das Herz eines Mannes haben, der mir seine Hand nur gezwungen gab. Gezwungen, Lady? Gezwungen gab? Und also doch gab? Können Sie eine Hand ohne Herz erzwingen?
Sie einem Mädchen den Mann entwenden, der die ganze Welt dieses Mädchens ist? Sie einen Mann von dem Mädchen reißen, das die ganze Welt dieses Mannes ist? Sie, Milady, vor einem Augenblick die bewundernswürdige Britin? Sie können das? Weil ich es muss. Mit Ernst und Stärke. Meine Leidenschaft, Walter, weicht meiner Zärtlichkeit für sie. Meine Ehre kann's nicht mehr. Unsere Verbindung ist das Gespräch des ganzen Landes. Alle Augen, alle Pfeile des Spotts sind auf mich gespannt. Die Beschimpfung ist unauslöschlich, wenn ein Untertan des Fürsten mich ausschlägt. Rechten Sie mit Ihrem Vater. Wehren Sie sich so gut Sie können. Ich lass alle Minen sprengen. Sie geht schnell ab. Der Major bleibt in sprachloser Erstarrung stehen. Pause. Dann stürzt er fort durch die Flügeltüre. Vierte Szene. Zimmer beim Musikanten. Miller, Frau Millerin, Luise treten auf. Miller hastig ins Zimmer. »Ich hab's ja zuvor gesagt!« Luise sprengt ihn ängstlich an. »Was, Vater? Was?« Miller rennt wie toll auf und nieder. »Mein Staatsrock her, hurtig! Ich muss ihm zuvorkommen und ein weißes Manschettenhemd! Das hab ich mir ja gleich eingebildet! Um Gottes Willen, was? Was gibt's denn? Was ist's denn?« Miller wirft seine Perücke ins Zimmer. »Nur gleich zum Friseur das! Was es gibt?« Vor den Spiegel gesprungen. »Und mein Bart ist auch schon wieder fingerslang. Was es gibt? Was wird's geben, du Rabenaas? Der Teufel ist los, und dich soll das Wetter schlagen.« »Frau, da sehe man, über mich muss gleich alles kommen.« »Über dich? Ja, blaues Donnermaul, und über wen anders? Heut früh mit deinem diabolischen Junker, hab ich's nicht im Moment gesagt, der Wurm hat geplaudert.« »Ah, was? Wie kannst du das wissen?« »Wie kann ich das wissen? Da! Unter der Haustüre spukt der Kerl des Ministers und fragt nach dem Geiger.« »Ich bin des Todes.« »Du, aber auch mit deinen Vergissmeinnicht-Augen. Das hat seine Richtigkeit. Wem der Teufel ein Ei in die Wirtschaft gelegt hat, dem wird eine hübsche Tochter geboren. Jetzt hab ich's blank.« »Woher weißt du denn, dass es der Luise gilt? Du kannst dem Herzog rekommendiert worden sein. Er kann dich ins Orchester verlangen.« Miller springt nach seinem Rohr. »Dass dich der Schwefelregen von Sodom, Orchester, ja wo du Kupplerin den Diskant wirst heulen und mein blauer Hinterer den Kontrabass vorstellen«, wirft sich in seinen Stuhl. »Gott im Himmel!« Luise setzt sich totenbleich nieder. »Mutter, Vater, warum wird mir auf einmal so bange?« Miller springt wieder vom Stuhl auf. »Ah, aber soll mir der Dinkenkleckser einmal in den Schuss laufen? Soll er mir laufen? Es sei in dieser oder jener Welt, wenn ich ihm nicht Leib und Seele bei weich zusammendresche, alle 10 Gebote und alle 7 Bitten im Vaterunser und alle Bücher Moses und der Propheten aufs Leder schreibe, dass man die blauen Flecken bei der Auferstehung der Toten noch sehen soll.« »Ja, fluch du und poltere du, das wird jetzt den Teufel bannen. Hilf, heiliger Herrgott, wohinaus nun? Wie werden wir Rat schaffen? Was nun anfangen? Vater Miller, so rede doch!« Sie läuft heulend durchs Zimmer. »Auf der Stelle zum Minister will ich. Ich zuerst will mein Maul auftun. Ich selbst will es angeben.« »Du hast es vor mir gewusst. Du hättest mir einen Wink geben können. Das Mädel hätte sich noch weisen lassen. Es wäre noch Zeit gewesen. Aber nein, da hat sich was makeln lassen. Da hat sich was fischen lassen. Da hast du noch Holz obendrein zugetragen. Jetzt sorg auch für deinen Kuppelpelz. Friss aus, was du einbrocktest. Ich nehme meine Tochter in Arm und marsch mit ihr über die Grenze.« Fünfte Szene. Ferdinand von Walter stürzt erschrocken und außer Atem ins Zimmer. Die vorigen. Ferdinand. »War mein Vater da?«
Luise fährt mit Schrecken auf. Sein Vater? Allmächtiger Gott! Die Frau schlägt die Hände zusammen. Der Präsident? Es ist aus mit uns! Miller lacht voll Bosheit. Gottlob, Gottlob, da haben wir ja die Bescherung! Ferdinand eilt auf Luisen zu und drückt sie stark in die Arme. Mein bist du, und werfen Hölle und Himmel sich zwischen uns. Mein Tod ist gewiss. Rede weiter. Du sprachst deinen schrecklichen Namen aus. Dein Vater? Nichts. Nichts, es ist überstanden. Ich hab dich ja wieder. Du hast mich ja wieder. Oh, lass mich Atem schöpfen an dieser Brust. Es war eine schreckliche Stunde. Welche? Du tötest mich. Ferdinand tritt zurück und schaut sie bedeutend an. Eine Stunde, Luise, wo zwischen mein Herz und dich eine fremde Gestalt sich warf, wo meine Liebe vor meinem Gewissen erblasste, wo meine Luise aufhörte, ihrem Ferdinand alles zu sein. Luise sinkt mit verhülltem Gesicht auf den Sessel nieder. Ferdinand geht schnell auf sie zu, bleibt sprachlos mit starrem Blick vor ihr stehen. Dann verlässt er sie plötzlich in großer Bewegung. Nein, nimmermehr. Unmöglich, Lady. Zu viel verlangt. Ich kann dir diese Unschuld nicht opfern. Nein, beim unendlichen Gott, ich kann meinen Eid nicht verletzen, der mich laut wie des Himmels Donner aus diesem brechenden Auge mahnt. Lady, blick hierher. Hierher, du Rabenvater, ich soll diesen Engel würgen? Die Hölle soll ich in diesen himmlischen Busen schütten? Mit Entschluss auf sie zueilend, ich will sie führen vor des Weltrichters Thron, und ob meine Liebe Verbrechen ist, soll der Ewige sagen. Er fasst sie bei der Hand und hebt sie vom Sessel. Fasse Mut, meine Teuerste. Du hast gewonnen. Als Sieger komm ich aus dem gefährlichsten Kampf zurück. Nein, nein, verhehle mir nichts. Sprich es aus, das entsetzliche Urteil. Deinen Vater nanntest du? Du nanntest die Lady? Schauer des Todes ergreifen mich. Man sagt, sie wird heiraten. Ferdinand stürzt betäubt zu Luisens Füßen nieder. Mich, Unglückselige. Luise, nach einer Pause, mit stillem bebenden Ton und schrecklicher Ruhe. Nun, was erschrecke ich denn? Der alte Mann dort hat mir's ja oft gesagt. Ich habe es ihm nie glauben wollen. Pause, dann wirft sie sich Millern laut weinend in den Arm. Vater, hier ist deine Tochter wieder. Verzeihung, Vater, dein Kind kann ja nicht dafür, dass dieser Traum so schön war und so fürchterlich jetzt das Erwachen. Miller. Luise. Luise, oh Gott, sie ist von sich. Meine Tochter, mein armes Kind. Fluch über den Verführer, Fluch über das Weib, das ihm kuppelte. Die Frau wirft sich jammernd auf Luisen. Verdiene ich diesen Fluch, meine Tochter? Vergeb sie ihn, Gott, Baron. Was hat dieses Lamm getan, dass sie es würgen? Ferdinand springt an ihr auf, voll Entschlossenheit. Aber ich will seine Kabalen durchbohren. Durchreißen will ich alle diese eisernen Ketten des Vorurteils. Frei wie ein Mann will ich wählen, dass diese Insektenseelen am Riesenwerk meiner Liebe hinaufschwindeln. Er will fort. Luise zittert vom Sessel auf, folgt ihm. Bleib, bleib, wohin willst du? Vater, Mutter, in dieser bangen Stunde verlässt er uns? Die Frau eilt ihm nach, hängt sich an ihn. Der Präsident wird hierher kommen, er wird unser Kind misshandeln, er wird uns misshandeln. Herr von Walter, und Sie verlassen uns? Miller lacht wütend. Verlässt uns, freilich, warum nicht? Sie gab ihm ja alles hin. Mit der einen Hand den Major, mit der anderen Luisen fassend. Geduld her! Der Weg aus meinem Hause geht nur über diese da.
erwarte erst deinen Vater, wenn du kein Bube bist. Erzähl es ihm, wie du dich in ihr Herz stahlst, Betrüger, oder bei Gott, ihm seine Tochter zuschleudernd, wild und heftig, du sollst mir zuvor diesen wimmernden Wurm zertreten, den Liebe zu dir so zu Schanden richtete. Ferdinand kommt zurück und geht auf und ab in tiefen Gedanken. Zwar, die Gewalt des Präsidenten ist groß, Vaterrecht ist ein weites Wort, der Frevel selbst kann sich in seinen Falten verstecken, er kann es weit damit reiben, weit, doch aufs Äußerste treibt's nur die Liebe. Hier, Luise, deine Hand ist die meinige. Er fasst diese heftig. So wahr mich Gott im letzten Hauch nicht verlassen soll, der Augenblick, der diese zwei Hände trennt, zerreißt auch den Faden zwischen mir und der Schöpfung. Mir wird bange. Blick weg. Deine Lippen beben. Dein Auge rollt fürchterlich. Nein, Luise, zittere nicht. Es ist nicht der Wahnsinn, was aus mir redet. Es ist das köstliche Geschenk des Himmels. Entschluss in dem geltenden Augenblick, wo die gepresste Brust nur durch etwas Unerhörtes sich Luft macht. Ich liebe dich, Luise. Du sollst mir bleiben, Luise. Jetzt zu meinem Vater. Er eilt schnell fort und rennt gegen den Präsidenten. Sechste Szene. Der Präsident mit dem Gefolge von Bedienten. Vorige. Präsident im Hereintreten. Da ist er schon. Alle erschrocken. Ferdinand weicht einige Schritte zurück. Im Hause der Unschuld. Wo der Sohn Gehorsam gegen den Vater lernt. Lassen Sie uns das. Präsident unterbricht ihn. Zu Millern. Er ist der Vater. Miller. Stadtmusikant Miller. Präsident zur Frau. Sie die Mutter. Frau. Ach ja, die Mutter. Ferdinand zu Millern. Vater, bring er die Tochter weg. Sie droht eine Ohnmacht. Überflüssige Sorgfalt. Ich will sie anstreichen. Zu Luisen. Wie lang kennt sie den Sohn des Präsidenten? Luise. Diesem habe ich nie nachgefragt. Ferdinand von Walter besucht mich seit dem November. Betet sie an. Erhielt sie Versicherungen? Vor wenigen Augenblicken die feierlichste im Angesicht Gottes. Der Präsident zornig zu seinem Sohn. Zur Beichte deiner Torheit wird man dir schon das Zeichen geben. Zu Luise. Ich warte auf Antwort. Er schwur mir Liebe. Und wird sie halten. Muss ich befehlen, dass du schweigst? Nahm sie den Schwur an? Ich erwiderte ihn. Ferdinand mit fester Stimme. Der Bund ist geschlossen. Ich werde das Echo hinauswerfen lassen. Boshaft zu Luisen. Aber er bezahlte sie doch jederzeit bar. Diese Frage verstehe ich nicht ganz. Nicht? Nun, ich meine nur, jedes Handwerk hat, wie man gesagt, seinen goldenen Boden. Auch sie, hoffe ich, wird ihre Gunst nicht verschenkt haben. Aber war's ihr vielleicht mit dem bloßen Verschluss gedient, wie? Ferdinand fährt wie rasend auf. Hölle, was war das? Luise zum Major mit Würde und Unwillen. Herr von Walter, jetzt sind Sie frei. Vater, Ehrfurcht befiehlt die Tugend auch im Bettlerkleid. Eine lustige Zumutung. Der Vater soll die Hure des Sohns respektieren. O Himmel und Erde! Ferdinand mit Luisen zu gleicher Zeit, indem er den Degen sinken lässt. Vater, Sie hatten einmal ein Leben an mich zu fordern. Es ist bezahlt. Den Degen einsteckend. Der Schuldbrief der kindlichen Pflicht liegt zerrissen da.
Miller, bis jetzt furchtsam auf der Seite gestanden, tritt hervor in Bewegung, wechselweis für Wut, mit den Zähnen knirschend und für Angst damit klappernd. »Eure Exzellenz, das Kind ist des Vaters Arbeit. Halten zu Gnaden, was das Kind einem Meeresschild, schlägt den Vater ans Ohr und Ohrfeig um Ohrfeig. Das ist so Tax bei uns, halten zu Gnaden.« »Hilf her und Heiland, jetzt bricht auch der Alte los. Über unserem Kopf wird das Wetter zusammenschlagen.« Der Präsident, der es nur halb gehört hat, »regt sich der Kuppler auch? Wir sprechen uns gleich, Kuppler.« »Halten zu Gnaden, ich heiße Miller. Wenn Sie ein Adiago hören wollen, mit Buhlschaften, die nicht. Solange der Hof da noch Vorrat hat, kommt die Lieferung nicht an uns Bürgersleut. Halten zu Gnaden.« »Um Himmels Willen, Mann, du bringst Weib und Kind um!« »Sie spielen hier eine Rolle, mein Vater, wobei sie sich wenigstens die Zeugen hätten ersparen können.« Miller kommt ihm näher, herzhafter. »Deutsch und verständlich, halten zu Gnaden, euer Exzellenz schalten und walten im Land. Das ist meine Stube, mein devotestes Kompliment, wenn ich dermal eins ein Promemoria bringe, aber den ungehobelten Gast werf ich zur Tür hinaus, halten zu Gnaden.« Präsident vor Wut blass. »Was? Was ist das?« tritt ihm näher. Miller zieht sich sachte zurück. »Das war nur so meine Meinung, Herr, halten zu Gnaden.« Präsident in Flammen. »Ha, Spitzbube, ins Zuchthaus bringe ich deine vermessene Meinung fort. Man soll Gerichtsdiener holen.« Einige vom Gefolg gehen ab. Der Präsident rennt voll Wut durch das Zimmer. »Vater ins Zuchthaus, an den Pranger, Mutter und Metze von Tochter. Die Gerechtigkeit soll meiner Wut ihre Arme borgen. Für diesen Schimpf muss ich schreckliche Genugtuung haben. Ein solches Gesindel sollte meine Plane zerschlagen und ungestraft Vater und Sohn aneinander hetzen. Ha, Verfluchte, ich will meinen Hass an eurem Untergang sättigen. Die ganze Brut, Vater, Mutter und Tochter, will ich meiner brennenden Rache opfern.« Ferdinand tritt gelassen und standhaft unter sie hin. »Oh, nicht doch, seid außer Furcht, ich bin zugegen.« Zum Präsidenten mit Unterwürfigkeit. »Keine Übereilung, mein Vater. Wenn Sie sich selbst lieben, keine Gewalttätigkeit. Es gibt eine Gegend in meinem Herzen, worin das Wort Vater noch nie gehört worden ist. Dringen Sie nicht bis in diese.« »Nichtswürdiger, schweig! Reize meinen Grimm nicht noch mehr.« Miller kommt aus einer dumpfen Betäubung zu sich selbst. »Schau, du da nach deinem Kinderfrau. Ich laufe zum Herzog, der Leibschneider, das hat mir Gott eingeblasen, der Leibschneider lernt die Flöhe bei mir. Es kann mir nicht fehlen beim Herzog.« Er will gehen. »Beim Herzog, sagst du? Hast du vergessen, dass ich die Schwelle bin, worüber du sprengen oder den Hals brechen musst? Beim Herzog, du Dummkopf? Versuch es, wenn du lebendig tot eine Turmhöhe tief unter dem Boden im Keller liegst, wo die Nacht mit der Hölle liebäugelt und Schall und Licht wieder umkehren. Rassle dann mit deinen Ketten und wimmere, mir ist zu viel geschehen.« 7. Szene. Gerichtsdiener, die Vorigen. Ferdinand eilt auf Luisen zu, die ihm halbtot in den Arm fällt. »Luise, Hilfe! Rettung!« Der Schrecken überwältigt sie. Miller ergreift sein spanisches Rohr, setzt den Hut auf und macht sich zum Angriff gefasst. Die Frau wirft sich auf die Knie vor dem Präsidenten. Der Präsident, zu den Gerichtsdienern, seinen Orden entblößend: »Legt Hand an im Namen des Herzogs, weg von der Metze, Junge, ohnmächtig oder nicht, wenn sie nur erst das eiserne Halsband umhat, wird man sie schon mit Steinwürfen aufwecken.« Die Frau: »Erbarmung, Ihre Exzellenz, Erbarmung, Erbarmung!« Miller ruft seine Frau in die Höhe: »Knie vor Gott, alte Heulhure, und nicht vor Schelmen!
weil ich ja doch schon ins Zuchthaus muss.« Der Präsident beißt die Lippen. »Du kannst dich verrechnen, Bube. Es stehen noch Galgen leer.« Zu den Gerichtsdienern. »Muss ich es noch einmal sagen?« Die Gerichtsdiener dringen auf Luisen ein. Ferdinand springt an ihr auf und stellt sich vor sie, grimmig. »Wer will das?« Er zieht den Degen samt der Scheide und wehrt sich mit dem Gefäß. »Wag es, sie anzurühren, wer nicht auch die Hirnschale an die Gerichte vermietet hat!« Zum Präsidenten. »Schonen Sie ihrer selbst! Treiben Sie mich nicht weiter, mein Vater!« Der Präsident drohend zu den Gerichtsdienern. »Wenn euch euer Brot lieb ist, Memmen!« Die Gerichtsdiener greifen Luisen wieder an. »Tod und alle Teufel, ich sage zurück, noch einmal, haben Sie Erbarmen mit sich selbst, treiben Sie mich nicht aufs Äußerste, Vater!« Der Präsident aufgebracht zu den Gerichtsdienern. »Ist das euer Diensteifer, Schurken?« Die Gerichtsdiener greifen hitziger an. »Wenn es denn sein muss!« Indem Ferdinand den Degen zieht und einige von denselben verwundet, »so verzeih mir die Gerechtigkeit!« Der Präsident voll Zorn. »Ich will doch sehen, ob auch ich diesen Degen fühle!« Er fasst Luisen selbst, zerrt sie in die Höhe und übergibt sie einem Gerichtsknecht. Ferdinand lacht erbittert. »Vater, Vater, Sie machen ja ein beißendes Pasquill auf die Gottheit, die sich so übel auf ihrer Leute verstummt und aus vollkommenen Henkersknechten schlechte Minister machte!« Der Präsident zu den übrigen. »Fort mit ihr!« »Vater, sie soll an dem Pranger stehen, aber mit dem Major, des Präsidentensohn. Bestehen Sie noch darauf?« »Desto possierlicher wird das Spektakel. Fort!« »Vater, ich werfe meinen Offiziersdegen auf das Mädchen. Bestehen Sie noch darauf?« »Das Puppeté ist an deiner Seite, des Prangerstehens gewohnt worden. Fort, fort, ihr wisst mein Willen!« Ferdinand drückt einen Gerichtsdiener weg, fasst Luisen mit einem Arm, mit dem anderen zückt er den Degen auf sie. »Vater, ehe Sie meine Gemahlin beschimpfen, durchstoße ich Sie. Bestehen Sie noch darauf!« »Tu es, wenn deine Klinge auch spitzig ist!« Ferdinand lässt Luisen fahren und blickt fürchterlich zum Himmel. »Du, allmächtiger Bisszeuge, kein menschliches Mittel ließ ich unversucht. Ich muss zu einem teuflischen schreiten. Ihr führt sie zum Pranger fort. Unterdessen«, zum Präsidenten ins Ohr rufend, »erzähl ich der Residenz eine Geschichte, wie man Präsident wird.« Ferdinand ab. Der Präsident, wie vom Blitz gerührt, »Was ist das? Ferdinand lässt sie ledig?« Er eilt dem Major nach.